Hallo ihr Lovelies und herzlich willkommen zum Juni-Ausblick für den Steinbock oder für all diejenigen, die den Steinbock im Mond haben, im Aszendenten oder an einem der anderen Planeten. Herzlich willkommen. Bei mir ist es so, ich unterteile in die drei Dekaden, sprich wenn du in der ersten Dekade geboren wurdest, kann es sein, dass nur der Stapel für dich eine Relevanz hat. Unabhängig davon, all die Energien sind frei, schau dir auch gerne alles an. Nimm dir mit, was sich für dich richtig und wichtig anfühlt und den Rest, den lässt du bitte bei mir. Alle Infos zu den Kartendecks findet ihr auch bei mir in der Infobox. Und wir starten mit den Karten. Liebes Universum, was gibt's denn hier für die erste Dekade der Steinböcke? Für eine aktuelle Momentaufnahme. Oh ja. Hier ist jemand ein bisschen überarbeitet. Hier darf eine Wende eingeläutet werden, sich so ein bisschen die Last von den Schultern zu nehmen. Hier ist nämlich so ein bisschen ja, Stressgefahr und damit könnte auch jemand übersehen werden. Oder es wird zusätzlich noch ein bisschen ja, stressiger hier mit dem Stabkönig. Das ist ein Gegenüber, ganz gleich, ob diese Person männlich oder weiblich ist. Und du, ganz gleich, ob du männlich oder weiblich bist, bist die Königin. Wir legen mal weiter aus. 7 der Münzen und die 9 der... Ja, gucke mal. Münzkönigin trifft auf Stabkönig. Aber ist auch gerade so ein bisschen in der Energie der Abhängigkeit. Okay, hier passiert etwas. Hier passiert ein bisschen Heilung. Das sehe ich gerade schon. Also, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, ne, hier heißt es auf jeden Fall eine Wende einleiten und gerade auch in puncto der 10 Stäbe. Das ist eine Anstrengung. Ich weiß, hier ist jemand vielleicht gerade dabei, seinen Lebenstraum zu erfüllen, steigt auf eine neue Lebensstufe auf, zeigt aber auch, dass sich hier parallel dazu eine Last vergrößert hat. Das fühlt sich wirklich schwer an. Irgendetwas darf jetzt hier auf jeden Fall losgelassen werden, um es dir ein bisschen leichter zu machen, gerade weil eben hier noch ja eine weitere Priorität reinkommen könnte in Form des Stabkönigs. Der Stabkönig ist super, wenn es darum geht, dynamischer zu sein, flexibler zu sein. Die Münzkönigin ist ähnlich wie der Münzkönig sehr festgefahren. Ne? In dem Tarot sind sie zum Beispiel auch als Baum dargestellt oder sehr oft auch als Baum dargestellt, weil sie tief verwurzelt sind. Sie sind eher die Traditionellen statt die Innovativen. Ja, sehr langsam, beständig an Ort und Stelle, um halt um sich herum, um ihr Umfeld, sich ihre materiellen, finanziellen, ja, Ressourcen zu erschaffen. Der Stabkönig, das Feuer, Feuer ist beweglich. Feuer kann sich ausbreiten, kann einen Weg einschlagen. Feuer ist auch ein bisschen die Energie von Kreativität. Ne? Der Stabkönig ist ein kreativer Visionär. Der ist sehr großzügig, ist ein ja, Unternehmergeist, sehr selbstbewusst, steht aber auch für Kreativitäten, kreative Projekte. Und gerade wenn es darum geht, etwas mehr Flexibilität hineinzubekommen in dein Leben, und gerade so festgefahrene Angelegenheiten mal vielleicht ein bisschen rauszunehmen, ist dieses Gegenüber definitiv sehr gut. Du liegst hier in der Energie der Beständigkeit, der Geduld, der Ausdauer mit den 7 der Münzen, ja. Aber es kann durchaus sein, dass der Stabkönig hier eine Überraschung für dich darstellt. Etwas, womit du nicht gerechnet hast, weil eigentlich bist du gerade voll in der Energie der Verwirklichung. Gleichzeitig aber auch in der Abhängigkeit, weil du so den Fokus gerade auf dieses eine Thema hast und ja, den Wald vor lauter Bäumen vielleicht auch gerade nicht siehst, ne? Hier ist so ein bisschen der Workaholic tatsächlich gekennzeichnet, überarbeitet, vielleicht reicht das Geld noch nicht aus, vielleicht reicht das Geld alleine nicht aus, vielleicht reicht es aber zu zweit. Könnte eine Bewandtnis haben. Das Ganze könnte natürlich auch eine berufliche Kooperation sein, ein Zusammenschluss darstellen. Ja? Vielleicht fusionieren hier zwei Firmen miteinander, ja? Zwei Selbstständige miteinander und schaffen etwas Neues, Größeres. Kann durchaus eine Bewandtnis haben, muss aber nicht. Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten zwischen geschäftlicher Verbindung oder aber jetzt einer neuen privaten Verbindung.
Sofern nicht gerade schon eine Verbindung vorhanden ist, dann kann es nämlich sein, dass dein Göttergatte, deine Göttergattin hier dein Gegenüber eine Idee haben könnte, wie du etwas, ja, Stress aus deinem Leben rausnehmen könntest, ja. Hör da ruhig mal zu. Du musst es ja nicht umsetzen, aber hör da ruhig mal zu, um einfach mal eine andere Sichtweise zu bekommen. Ja, frag einfach mal, wie dein Gegenüber das angehen würde. Er wäre oder sie wäre auf jeden Fall da, um dir ja in gewisser Weise eine kreative Lösung ja, an den Tag geben zu können, als Ratschlag. Der Stern auf dem Kopf ist so ein bisschen die Energie von mangelnder Erdung, ne? Hier ist so eine bedrückte Hoffnung, hier ist so eine verpasste Chance, Verzweiflung, Selbstmitleid, übermäßiger Stolz, Ungleichgewicht, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Ja, es macht auch keinen Sinn, wenn du auf 10 Hochzeiten gleichzeitig tanzt, wenn du 10 Projekte gleichzeitig machst, ne? Wenn du dadurch immer in so eine Konfliktenergie reinkommst, in so eine Hetz-Diskutie. Ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich das Wort verloren. Ich wollte irgendwie Diskussion und Idiotie zugleich sagen und daraus wurde Diskutie. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also wenn ich in Zukunft sage Diskutie, dann ist es halt Diskussion und Idiotie. Es ist wirklich so ein mentaler Tornado, der da im Kopf rumrauscht und für absolute Unklarheit sorgt. Das ist eine Kurzsichtigkeit, die sich damit anzeigt. Kurzsichtigkeit, weil hier wirklich ja 10 Stäbe zu managen sind, ne? Stell dir vor, du hast so, ich habe ja hier noch ein paar Stifte liegen. Du hast so die Hände voll, ne? Versuchst diese Stifte zu koordinieren, festzuhalten, weil du brauchst alle Stifte. Anstatt vielleicht einfach mal ein paar abzugeben und dir eine Hand frei zu machen, mit der du wieder arbeiten kannst. Da kannst du immer noch entscheiden, okay, halte ich diese 5 Objekte hier weiter in der Hand oder brauche ich die überhaupt? Brauche ich die jetzt gerade in der Situation? Oder lege ich gerade Karten und brauche gar keinen Stift? Kann alles wieder wegräumen in die Schublade und hab die Hände frei. Prioritäten setzen. Was brauchst du tatsächlich gerade? Ne? Stück für Stück abarbeiten. Beziehungsweise das, was unnötig ist in der aktuellen Situation, einfach mal beiseite legen. Aufschreiben, beiseite legen. Ja? Mit dem Bube der Münzen gibt es hier eine gute Nachricht. Es kann sich um das Finanzielle handeln. Du kommst hier zurück in die Energie der Erdung. Bist auch bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Ja. Zu buddeln, dein Traumhaus zu bauen, dein Traumschloss zu bauen, um einfach vorwärts zu kommen. Der Bube der Münzen, das ist auch so dieses, ja, du bist praktisch im Umgang mit Neuem. Du bist gut vorbereitet, du bist gut trainiert, ja, du bist mutig, du hast eine, ja, Entdeckungslust, diese jugendliche Neugier. Wie gesagt, neue geschäftliche, finanzielle Möglichkeiten, neue Karrierewege, neue Karriereverbindungen, Pläne verwirklichen, liegt hier drin. Und vor allen Dingen schaffst du es hier, zumindest schon mal einen Stab rauszunehmen mit den 9 der Stäben. Ne? Sammelst deine Kräfte wieder, du hältst durch, ja, du triffst dein Ziel trotz Widrigkeiten, auch wenn es eine extreme Anstrengung darstellt. Baust du hier aber auch Ängste ab. Ja, es ist so die letzte Verteidigung, der letzte Schubs, den du benötigst, um einfach auch, ja, diese Schutzhaltung, die du möglicherweise hier noch hast, dann irgendwann noch abzulegen, um einfach auch neue Motivation zu finden, um zu besinnen. Ja, es ist eine Erkenntnisreise, die sich hier gesellt. Zum einen, was das eigene Vorhaben angeht, um weiterzukommen, wie gesagt, Workaholic, Stress rausnehmen. Partner als Unterstützung, ganz gleich, ob schon vorhanden oder neu, beziehungsweise auch geschäftliche Verbindung, um einfach Entlastung rauszunehmen. Du kannst nicht immer alles alleine machen, vor allen Dingen, wenn etwas wächst. Ja, dann muss man auch lernen zu führen, zu delegieren und abzugeben. Und Führung zu übernehmen heißt auch, dass man ein bisschen die Kontrolle verteilt. Du bist immer noch die letzte Instanz, die das Sagen hat. Gar keine Frage, aber lerne auch zu vertrauen und Kontrolle abzugeben. Das war die erste Dekade. Dann gucken wir mal rein in die zweite Dekade der Steinböcke. Ritter der Schwerter und die Wolke 7 ist rausgefallen. 7 der Kelche.
Ritter der Stäbe, nicht Schwerter. Ich habe es momentan mit den Stäben und den Schwertern. I don't know why. Ritter der Stäbe, Abenteuerlust zeigt sich hier, Begeisterung, schnelles Handeln, Mut, Leidenschaft und auch hier die Fünf der Schwerter. Kann der Wolke 7 geschuldet sein, dass hier zu viele Auswahlmöglichkeiten sind? Dass deswegen dort der Gedankentornado eine Bewandtnis hat? Vier der Münzen. Grundsätzlich schon eine Stabilität, aber auch so beharrliches Festhalten, ne? Hier wird Investition gefordert. Die Sonne auf dem Kopf. Wunschdenken. Es kann tatsächlich damit zu tun haben. Auch hier der Page der Münzen. Gute Nachrichten. Ritter der Schwerter. Mutige Lösungen. Ja, ich habe ja schon vom Ritter der Schwerter gesprochen, ja. Sehr schön, dass die Karte auch noch rausfällt. Was haben wir hier? Oh, Stabkönig. Oh, Mr. Arrogant. Und eine unvernünftige Münzkönigin. Ha, Herzlein. Grundsätzlich würde ich sagen, du startest hier sehr motiviert in den Monat. Du bist hier auch voller Fantasie. Du schwärmst. Du hast viele Möglichkeiten, Auswahl. Achte aber ein bisschen darauf, dass deine Auswahl auch eine Basis hat. Irgendjemand scheint hier ein Luftschloss zu bauen. Das sehe ich nämlich so schon auf den ersten Blick. Und das hat hier möglicherweise mit dem Stabkönig zu tun. Wie gesagt, eine sehr unreife Person, ein Mr. Arrogant, sehr dominant, sehr intolerant, tyrannisch, sagt man auch, unnachgiebig, ne? Jemand, der so ja immer nach Mitgefühl sucht. Auch hab Mitleid mit mir, ne? Wenn ich's nicht bin, dann explodiere ich. So ein Mensch ist das, weil diese Person, ganz gleich ob männlich, weiblich, sorgt so ein bisschen dafür, dass deine Bodenhaftung hier verloren geht und du auf einmal in so ein Sicherheitsbedürfnis reinkommst, in so eine sehr misstrauische Energie und in, ja, dein Selbstwertgefühl fängt hier an zu mangeln. Man sagt ja auch, hier ist so ein bisschen das Work Home, ja, Arbeit, Freizeit, Ungleichgewicht drin. Das kann natürlich auch mit dem in berufliche Angelegenheit zu tun haben, ne? So übertriebenes Durchsetzungsvermögen. Du machst jetzt das, was ich sage, sodass dann vielleicht da, dass du vielleicht ja zu viel Zeit auf Arbeit verbringst und dort so ein bisschen die Stressfraktion eine Rolle spielen könnte, kann aber auch generell mit einer anderen, ganz gleich welche Verbindung da vonstatten geht, baust du hier einen Luftschlauch, ja. Ja, auch ein Luftschlauch kann platzen. Luftschloss. Oh Gott, was ist denn das hier heute? Ein Luftschloss auf, was wirklich wie eine Blase zerplatzt. Gesagt, auch hier das der Gedankentornado drin, ne? Hier ist so diese Rebellion, diese Konfliktsituation gekennzeichnet. Die Habgier hier im Sinne von, ich halte fest alles das, was ich habe, weil hier ein Wunschdenken drin ist. Hier gibt es gute Nachrichten und hier werden auch mutige Lösungen gefordert. Hier ist auch Analyse drin. Analyse vielleicht auch der aktuellen Situation geschuldet. Aber jemand ist hier definitiv falsch und sorgt, ist sehr beeinflussend auf dich. Ja, du bist nicht fest verwurzelt in dieser Angelegenheit, in diesem Wunsch, in diesem Traum, vielleicht auch, weil du eben noch die, ja, vor der Festigung stehst, ne? Du bist ja noch in dieser Energie von, hey, ich schwärme für etwas. Ich habe eine Fantasie. Ich wünsche mir, aber du hast es noch nicht getan. Du bist noch in dieser Vorfreude drin. Und dann kommt so eine Konfliktsituation. Dir wird so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen und das hat, wie gesagt, mit dieser Person zu tun. Grundsätzlich gibt es hier gute Nachrichten, wie ich schon sagte, ne? Auch bei dir, Page der Münzen, bereit, die Hände schmutzig zu machen, bereit, etwas zu tun. Hier ist nicht mehr nur das Wünschen drin, sondern das Tun. Vielleicht auch, warum mache ich es erst jetzt?
Und wie gesagt, hier ist Schein und Sein drin und 4 der Münzen ist zwar eine Stabilität, aber eine, die auch fordert zu reinvestieren, nicht wirklich so ja, Widerstand gegen die Veränderung haben, keine Angst haben, nicht es ist ja ein Tisch, ne? Hier in dem Tarot ist es als Tisch dargestellt mit 4 Münzen unten auf der Basis. So ein Tisch mit so einer kleinen Basis kann halt von einem Sturm auch mal weggefegt werden. Es ist ein Moment, wo du innehalten kannst, ja, und dir bewusst werden kannst, okay, hast du hier eigentlich Wunschdenken oder nicht? Es ist ein bisschen chaotisch hier in der zweiten Dekade, muss ich tatsächlich gestehen. Aber letztendlich wird es im Gesamtbild schon klar, dass es auf jeden Fall mit einer anderen Person zu tun hat. Entweder einem tyrannischen Chef, Vorgesetzten, ja, der mehr fordert, als du aktuell geben kannst, aufgrund einer eigenen Unsicherheit. Oder auch im Zwischenmenschlichen, dass dort irgendjemand ist, der ja deine Zeit fordert, ne, so ein Mitgefühl hat, der gerade ein paar ja, Problemchen hat, weil er selbst nicht in der Lage ist, hier etwas für sich zu regeln. Und das dafür sorgt, dass du dich hier ja aufspalten musst, dass du überhaupt nicht weiterkommst, dass du aber aufgerufen wirst, hier auch wirklich eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, okay, ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Ja, du bist alt genug, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich muss mich hier erstmal um etwas in meinen Angelegenheiten kümmern, dass du dich nicht aufteilst und dadurch deine Basis verlierst. So ist das ein bisschen, ne? So kommt mir das rein. Ja, kurz und knapp, wie gesagt, hier gibt es einiges zu tun in der zweiten Dekade. Grundsätzlich schon die Energie der Entscheidung. Ja, die Möglichkeiten liegen auf dem Tisch. Du hast die Wahl, welchen Kelch wählst du? Welcher Kelch ist deiner? Von welchem Kelch möchtest du trinken? Welchen Kelch möchtest du als mitnehmen? Meistens sieht man es aber erst, wenn man den Kelch auch mal in die Hand nimmt und reinguckt. Wie viel ist da eigentlich drin? Da kann man immer noch entscheiden, stelle ich den Kelch zurück und lasse ihn da, wo er hingehört? Oder nehme ich den Kelch mit? Und vielleicht ist der Stab König in dem Fall auch einfach eine Herausforderung, ein Kelch, wo es gilt zu unterscheiden. Macht er hier eine Illusion? Ja, sorgt er für Wunschdenken, für Disharmonie? Oder bringt dir das Entscheidende dagegen eigentlich letztendlich nur die Fülle? Aber hier ist es eher so, dass wirklich ein Wunschdenken kreiert wird, mehr Schein als Sein ist und dass deswegen hier bei dir so ein bisschen deine Erdung verloren geht. Und gerade du als Steinbock bist ja auch die Erdung in Person. Lass dir nicht den Boden unter den Füßen wegreißen, sondern finde hier wirklich mutige Lösungen. Analysiere das Ganze, Ritter der Schwerter steht dafür, nutze deine Intelligenz und du kannst hier eine schnelle Veränderung herbeirufen, indem du deine eigene List nutzt. Du bist auch listig, ja. Der Ritter der Schwerter sagt auch immer, optimiere deine Entscheidungsfindung, ja. Entwickel eine Strategie, geh zurück in deine Logik, denke um. Gerade was diese Konstellation angeht. Okay, und damit gucken wir jetzt in die dritte Dekade der Steinböcke. Auch der Page der Münzen. Also grundsätzlich gibt es hier gute Nachrichten, was so Business angeht. In allen drei Dekaden. Die 2 der Stäbe, Widersprüche erkennen, 2 Möglichkeiten, wie es weitergeht, die Karte der Planung, der Magier, auch 2 Möglichkeiten, neuer Job, neue Verbindung, neue Liebesverbindung, der Eremit, die Innenschau, Rückzug aus dem Alltag, das innere Licht finden, alles was im Dunkeln liegt, wird beleuchtet. Die Welt. Vollendung, Wunscherfüllung, die eigenen Grenzen kennen. Auch hier die 5 der Schwerter ist in allen dreien wieder drin. 6 der Kelche, okay, das ist sehr gut. Ah, der Brunnen. Das hatte ich, glaube ich, gerade auch beim Schützen, wenn ich mich nicht irre, auch in der dritten Dekade. Ich glaube, der Brunnen, der Wunschbrunnen und der Page, der Schwerter.
Okay, ja, für die dritte Dekade der Steinböcke, Steinbocke, Bocke. Habt ihr Bock? Der Steinböcke zeigt sich hier auch mit den Pagen der Münzen ein gutes Angebot, gute Nachrichten, ne? Hier kommt etwas Neues und du bist auch bereit, praktisch damit umzugehen, anzupacken, deine Pläne zu verwirklichen. Wie ich schon sagte, zwei der Stäbe, die Karte der Neutralität, die Karte der Planung. Hier wird etwas bedacht, hier werden Fortschritte gemacht, hier gibt es Möglichkeiten, aber auch eine Aktivierung. Hier werden die Möglichkeiten nämlich angegangen. Wie ich schon sagte, der Magier steht für zwei Möglichkeiten, jobtechnisch, aber auch liebestechnisch. Es geht um deine Intention, es geht um dein Wirken, es geht um deine Kraft der Vorstellung, Kraft der Manifestation. Was möchtest du in die Realität umsetzen? Schöpfe aus dem Vollen. Der Magier schöpft aus dem Universum und nutzt alles, was ihm zur Verfügung steht, um sich seinen Traum zu erfüllen. Ja, er nutzt alles, alle Möglichkeiten. Der Magier nutzt auch alle vier Elemente: Feuer, Erde, Wasser, Luft, alles. Der Eremit ist eine kleine Rückzugsenergie und ich denke, die ist auch notwendig, beziehungsweise ist das so nochmal eine kleine Verschnaufpause gefühlt vor der Wunscherfüllung, weil die Welt ist ja auch in gewisser Weise ein Abschluss, der stattfindet. Und mit den Sechsterkelchen geht es hier auch schon einen Neuanfang rein. Der Eremit ist immer auch ein bisschen die Selbstfindung, ne? Wahrheit finden, Klarheit finden. Es geht um eine Stille, sich Zeit nehmen, auch vom geschäftlichen Alltag. Also wirklich auch mal eine Auszeit gönnen, nicht durchhetzen, mal wirklich durchschnaufen und gerade auch gucken, ist dein inneres Licht noch da? Leuchtet es hell? Was sind deine Ansichten? Welche fixen Ansichten hast du vielleicht auch, die jetzt losgelassen werden dürfen? Es geht darum, auch um neue Konzentration zu finden. Die Welt ist natürlich, wie ich schon sagte, die Vollendung. Es geht um geistige Heimat, es geht um inneren Frieden. Deswegen vielleicht auch mal das Durchschnaufen, um zu gucken, okay, ist das gerade der Stand der Dinge? Und dann stellst du fest, ja, ich bin hier in der Vollendung. Ich bin angekommen, zumindest in dieser Angelegenheit und kann jetzt auch etwas Neues anfangen. Ja, etwas Altes ist abgeschlossen, ein Etappensieg ist erzielt worden, ein Meilenstein, ein Happy End und eine Reise ist vollendet und hier wurde etwas gemeistert. Hier darf etwas verändert werden. Vielleicht auch der Paradigmenwechsel, vielleicht geht es auch vom Geselle zum Meister. Irgendwie sowas kann es auch beinhalten. Oder du gehst in eine neue Ausbildung demnächst. Ne? Irgendwie sowas kann es darstellen. Wir haben jetzt auch Juni. Ich weiß gar nicht, wann Ferien sind. Vielleicht gibt es bei den Unis, ich habe keine Ahnung, ich habe nie studiert, auch irgendwie sowas, sodass das dann hier Abschlusszeit ist, ne, oder Abschlusszeit eingeleitet wird. Die 5 der Schwerter auf dem Kopf ist so ein bisschen Zweideutigkeit. Der Klügere gibt nach. Hier ist eine Rückzugsenergie, vielleicht auch ein bisschen Groll und Wunsch nach Frieden. Ja, hier zeigt sich so ein bisschen eine Schwäche. Ich glaube, da brauche ich tatsächlich eine weitere Karte drauf. Warum liegt hier diese Schwäche? Weil sie ergibt irgendwie so gar keinen. Ah, eine Schwäche in Sachen Anziehung. Vielleicht. Für einen kleinen Teil kann es bedeuten, dass hier nicht nur jobtechnisch etwas losgeht, sondern auch beziehungstechnisch etwas losgeht und sich aufgrund dieser überwältigenden Wunscherfüllung, die 21, jetzt auch noch eine Schwäche darstellt im Sinne von zwei der Kelche. Ist ja nun mal eine Karte der Anziehung. Du fängst an anzuziehen. Weil wenn du etwas meisterst und du eine Stufe aufgestiegen bist in deinem Leben, gehst du ja auch mit einem erhobeneren Hauptes durch die Welt. Du fällst auf, ziehst an. Zwei der Kelche heißt auch so ein bisschen, dass Gefühle geklärt werden wollen, dass hier eine Seelenverbindung stattfinden möchte, dass hier eine wichtige Begegnung stattfinden wird. Und gerade mit den 6 der Kelchen, die ja schon einen Neuanfang ankündigen, wenn sie nämlich auf den Kopf fällt, kann es genau diese Bewandtnis haben, weil der Brunnen fällt rein. Eine unendliche Ressource an Fülle, an Emotionen, Wasser, ja, aus denen du schöpfen kannst. Und mit dem Pagen der Schwerter gibt es hier auch Klärungsbedarf und eine starke Einsicht.
Hier ist eine Fähigkeit, Verborgenes aufzudecken. Und vielleicht muss der Brunnen erstmal eröffnet werden. Vielleicht ist der Brunnen abgedeckt mit einer Platte. Ja? Und du weißt hier in der Situation gar nicht, wie voll ist eigentlich dein Brunnen. Das siehst du erst, wenn du wirklich mal reinguckst in deinen Brunnen, in dein Gefühlsleben. Wie viel Fülle dort eigentlich vorhanden ist. Und dann nimmst du den Deckel ab und stellst fest, ey, verdammt, der ist ja randvoll. Ne? Der Deckel, die Unterseite vom Deckel, die ist schon nass. Auf jeden Fall kündigt sich hier eine Verbindung an. Hier kann auch eine Heilung von einer Beziehung gekennzeichnet sein. Wenn du in einer Beziehung bist und es gab da Problematiken in der Vergangenheit, dann kann es sein, dass sich hier jetzt ein Fenster auftut, wo ihr bald zusammen in der Lage seid, in einen Neuanfang hineinzugehen. Hier findet eine emotionale Erneuerung statt. Hier wird nicht mehr in der Vergangenheit stecken geblieben. Hier wird die Vergangenheit abgelöst. Hier gibt es emotionales Wachstum, Vergebung, ne? Hier zeigt sich auch ein vergangenes Trauma. Wichtig ist aber auch, dass du dich nicht in Schattenarbeit verwurzelst, ohne zu heilen. Jetzt heißt es hier weiterziehen, weiterziehen in die Zukunft. Wie gesagt, emotionaler Neuanfang. Der Brunnen ist voll. Letztendlich musst du nur wissen, gehst du hier ein mentales Risiko ein oder nicht? Ist es wirklich mental eine Belastung oder nicht? Letztendlich entscheidest das du, aber dein Brunnen ist voll. Sehr spannende Energien. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier ein bisschen weiterhelfen und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, ein Herz für euch. Und wenn ihr mögt, lasst mir gerne ein Like da und herzlich gerne auch ein Abo. Das würde mir und meinem Kanal ungemein weiterhelfen. Und dann sehen wir uns auch relativ schnell wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht bis ganz bald. So oder so einen schönen Juni für euch. Und ja, wir sehen uns, ihr lieben Liebenden. Macht's gut.